Ewart Barsch und einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen bei einer weiteren Sendung von Jeddah Focus hier auf Jeddah TV. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer sehr interessanten und auch vor allem reichhaltigen Sendung. Zu Beginn möchten wir unser Mitgefühl aussprechen. In den letzten Tagen haben wir viele Mitglieder der jesidischen Community verloren, vor allem auch durch Corona. Den Familien unser Mitgefühl und auch anderen Aktivistinnen, die sich jahrzehntelang für Frieden und Freiheit eingesetzt haben, haben auch hier leider durch verschiedene Krankheiten ihr Leben gelassen. Wir erinnern an diese Menschen vor allem deswegen, weil sie es überhaupt zustande gebracht haben. Ihre Vorarbeit hat dazu beigetragen, dass heute auch solche Sender wie Jeddah TV ausstrahlen können. Des Weiteren möchten wir auch unser Mitgefühl aussprechen für die Familie von Arkan. Arkan war ein Jesider aus Schengal. Er wurde vor einem Jahr auf offener Straße niedergestochen in Celle. Gestern fand in diesem Zusammenhang eine Gedenkveranstaltung statt. Der Familie natürlich ein Mitgefühl. Die Veranstaltung war zum Erinnern an Arkan, aber auch zum Mahnen gegen Rassismus und Faschismus. Deswegen möchten wir auch daran erinnern. Und dieser Monat ist für die Jesiden ganz, ganz wichtig. Demnächst steht Chashama Sur an, der Rote Mittwoch. Viele Jesiden, vor allem aus Schengel-Umgebung, haben schon begonnen mit den Vorfeierlichkeiten seit gestern. Und am 14. April wird denn der Rote Mittwoch gefeiert. In diesem Zusammenhang auch schon diejenigen, die jetzt schon feiern, alles Beste und Gute. Ja, liebe Zuschauer und Zuschauer, nun kommen wir zu unserem Hauptthema. Wir hatten auch vor zwei Wochen schon das Thema hier in der Sendung. Es geht vor allem um die HDP, die Demokratische Partei der Völker. Die HDP ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Organisationen, von verschiedenen Parteien. Sie ist eine vielfältige Partei, auch vor allem gespiegelt durch verschiedene Glaubens- und Religionsgemeinschaften. Nun ist diese Partei wieder Zielscheibe der Machenschaften des türkischen Staates, vor allem der AKP und der MHP, vertreten vor allem durch Erdogan. Es gibt immer wieder massive Verhaftungen, aggressive Verhaftungen und auch das Verbotsverfahren steht auf der Tagesordnung. Aber nicht nur die HDP, auch viele andere Proteste werden immer wieder massiv niedergeschlagen. Aber dazu kommen wir auch noch im Verlauf der Sendung. Nun begrüße ich ganz herzlich in diesem Zusammenhang auf der einen Seite ja, Herrn Mita Zanjar als den Co-Vorsitzenden der HDP und ja, auch Parlamentarier der HDP. Und auf der anderen Seite schön, dass auch Sevim Dagdelen, sie ist Mitglied des Deutschen Bundestages und auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke. Ich heiße Sie herzlich willkommen hier in unserer Sendung. Schön, dass Sie es geschafft haben, trotz der vielen Termine heute mit uns zusammenzukommen. Ja, die Zuschauerinnen und Zuschauer, um alle zuerst noch mal kurz darauf zurückzukommen. Als Sie mitbekommen haben, dass Herr Mita Zanjar Teil dieser Sendung sein wird, dann kam gleich die Frage, wie? Er spricht auch Deutsch. Vielleicht können Sie zu Anfang ganz kurz einmal erklären, warum Sie auch Deutsch sprechen können. Ja, hallo, zunächst guten Abend. Ich begrüße alle Zuschauer und Sie auch und dann natürlich Frau Dadelen. Also Deutsch habe ich nach dem Studium gelernt oder angefangen Deutsch zu lernen. Ich konnte ja während des Studiums Englisch, aber irgendwie habe ich mich entschieden, Deutsch zu lernen. Das war für meinen akademischen, also meine akademische Arbeit auch irgendwie vorteilhaft. Ich wollte ja auch Deutsch lernen. Und dann bin ich irgendwann nach Deutschland gekommen mit einem Stipendium gerade von Europarat. Das war 1987. Bin ich ein Jahr in Münster gewesen, an der Universität, also als Gastassistent. Damals war ich Assistent in der Türkei an der Universität Diyarbakir, nach dem Abschluss von der Juristischen Fakultät der Universität Ankara. Und so hat das Abenteuer mit Deutschland und mit der deutschen Sprache begonnen und seitdem also beschäftige ich mich auch mit der deutschen Literatur im Bereich der
Politikwissenschaft und auch Rechtswissenschaft, aber in anderen Bereichen auch. Und danach bin ich auch nochmal nach Deutschland gekommen und das war nochmal für ein Jahr. Das war auch im Jahre 1990. Ja, fast 35 Jahre Vergangenheit mit Deutschland und deutscher Sprache. Ja, reicht diese Zusammenfassung aus? Das reicht auf jeden Fall als Antwort der vielen Zuschauer und Zuschauer, die mich darauf angesprochen haben. Und ja, wir sind jetzt Nutznießer, dass Sie halt der deutschen Sprache mächtig sind. Ja, nochmal herzlich willkommen. Frau Dagdelen, Sie sind hier wahrscheinlich geboren und aufgewachsen, deswegen der deutschen Sprache mächtig. Genau, das braucht, glaube ich, keine weitere Erklärung in diesem Zusammenhang. Wollen wir gleich ins Thema kommen, Herr Sanja, Sie sind immer wieder, beziehungsweise Ihre Partei ist immer wieder Zielscheibe von den Machenschaften, vor allem der AKP und der MHP. Wir haben vorletzte Woche über das Verbotsverfahren gesprochen. Da war der Parlamentarier Ömer Faruk Gergioğlu noch nicht in Haft. Ein paar Tage später wurde er, wie auch nachweislich auf Video zu sehen, sehr aggressiv verhaftet. Wie ist der aktuelle Stand des Verbotsverfahrens und vor allem der Verhaftungswelle? Also tagtäglich hören wir immer wieder mehrere Mitglieder oder auch nicht nur Mitglieder, sondern auch Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, die ja regelrecht abgeschleppt werden. Ja, das stimmt. Also diese Repressionwelle geht so intensiv schon seit 6 Jahren. Also der Anfang können wir, als Anfang können wir die Wahlen von 2015, 7. Juni 2015 bezeichnen. Nämlich also nach dem Ende des Lösungs- oder Friedensverfahrensprozesses für die Kurdenfrage in der Türkei. Das hat 2 Jahre gedauert, zwischen 2013 und 2015. Und dann hat Erdogan irgendwie sich entschieden, also nicht irgendwie, es hat ja ganz bestimmte Gründe, also dem Prozess ein Ende zu setzen, unterbrochen und dann auch fing diese Repressionwelle an. Nach den Wahlen, bei diesen Wahlen von 7. Juni 2015 hat die AKP, die Partei von Erdogan, zum ersten Mal in ihrer Geschichte die absolute Mehrheit im Parlament verloren. Und der Hauptgrund war unser Erfolg, also der Erfolg unserer Partei. Wir hatten damals über 13% der Stimmen erhalten und so hat Erdogan in kurdischen Städten viele, viele Sitze verloren. Deswegen auch konnte die Partei AKP also die absolute Mehrheit nicht mehr erhalten. Also, und danach kam die Erneuerung der Wahlen und der Putschversuch von 15. Juli 2016 und der Ausnahmezustand. Aber immer wieder waren wir in Zielscheibe dieser Regierung. Warum? Es hat ja mehrere Gründe. Nur ich kann ja 2 systematische Gründe hier erwähnen. Einmal, also wir sind die richtige und wichtigste Alternative des bestehenden Regimes in der Türkei überhaupt. Und wir sind in Augen von Erdogan auch bei den Wahlen Hauptrivalen. Also immer wieder erlebt er die Partei, unsere Partei, als Bedrohung seiner Macht. Das haben wir auch nochmal bei den Kommunalwahlen im Jahr 2019 am 31. März wieder gezeigt. Wir haben ja auch mit einer Wahl
Strategie so ein Ergebnis zustande gebracht, dass Erdogans Partei alle wichtigsten Metropolen verloren hatte. Und wir hatten auch in Kurdistan in vielen Städten auch die Wahl gewonnen. Also alle wichtigsten Niederlagen hat Erdogan durch unsere Politik und unseren Kampf erlebt. Aber wir vertreten auch eine richtige und wichtige Alternative der bestehenden Ordnung, habe ich gesagt. Was ist das also? Wir sind pluralistisch, wir sind für eine friedliche, demokratische Lösung der Kurdenfrage. Wir sind für Gleichheit aller Glaubensgemeinschaften und aller Völker. Und unsere Partei besteht sowieso aus verschiedenen Mitgliedern von Glaubensgemeinschaften und Völkerethnien, auch von verschiedenen politischen Strömungen. Also, wir sind richtig gegen diese einheitliche, autoritäre Gesinnung von Erdogan und sein auch Partner Bahçeli, also MHP. Und deswegen sind wir immer, immer wieder als Feind, als sogar sehr, sehr gefährlicher Feind von ihm. So sieht er uns mindestens. Und die Repressionwelle geht mit allen möglichen Mitteln. Sie haben recht, also immer wieder Verhaftungen von unseren Mitgliedern und Mitarbeitern in den Provinzen, auch in anderen, auf anderen Ebenen. Und jetzt kam es zum Verbotsverfahren. Genau. Ja. Können Sie Soll ganz, ich weiter? Ja, nur ganz kurz, dann will ich auch gerne Frau Danklin dazu hören. Aber ganz kurz, wie ist denn der aktuelle Stand des Verbotsverfahrens? Es gab ein Datum, 31.03. Ja, also bei dem Verbotsverfahren, also der oberste, die Staatsanwalt hat ja die Anklageschrift für ein Verbot unserer Partei an das Verfassungsgericht in der Türkei also überreicht. Das heißt also, für ein Verboturteil ist das Verfassungsgericht zuständig und die Anklage wird ja von dem obersten Staatsanwalt eröffnet. Die Anklageschrift war ja so grundlos, so also eigentlich Schande, könnte man sagen, eine Schande in der Rechtsgeschichte allgemein, kann ich sagen. Es gibt ja keine Beweise, nur irgendwie Copy-Paste von Zeitungen und Meldungen, Berichten und alles basiert auf unseren Erklärungen, unseren Reden und so weiter. Bei der ersten Phase soll das Verfassungsgericht also die Annahmeklauseln also überprüfen, das heißt, sich entscheiden, ob diese Anklageschrift angenommen wird oder nicht. Und das Verfassungsgericht hat sich entschieden für die Ablehnung dieser Anklageschrift. Also, in allen Bereichen des öffentlichen Lebens, auch im Bereich der Justiz, der Druck von der Regierung sehr groß ist, ja, konnte das Verfassungsgericht sogar unter diesen Umständen diese Anklageschrift nicht annehmen. Also so klar, so offensichtlich ist ja die Willkür bei diesem Prozess. Und jetzt soll sich der oberste Staatsanwalt wieder entscheiden, ob er erneut also die Anklageschrift korrigieren oder neu verfassen, ja, weiß ich nicht.
oder nicht. Also wir warten jetzt. Das werden wir auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Ja, vielen Dank erstmal hierzu. Ja, liebe Frau Dagdelin, jetzt haben wir Herrn Sancar gehört. Es sind chaotische Verhältnisse, vor allem für oppositionelle Parteien. Sie sind auch in der Opposition, aber Sie verfolgen ja seit Beginn der Gründung der HDP, auch davor schon, aber vor allem seit der Begründung der HDP, die Verhältnisse in der Türkei, das Verhältnis gegenüber der HDP und leider auch das Schweigen der Bundesregierung in diesem Zusammenhang. Ich möchte Sie gerne in diesem Zusammenhang zu Wort kommen lassen. Man hat Sie oft im Bundestag gehört, aber nochmal hier zusammenfassend, wie Ihre Stellungnahme dazu ist und vor allem die der Bundesregierung. Ja, zunächst einmal muss ich meinen großen Respekt vor Mithat Sancar bekunden, dass man trotz aller Widrigkeiten zum Trotz in der Türkei weiter festhält an der guten Arbeit der HDP. Und ich kann mir nur schwer vorstellen, als eine Oppositionsabgeordnete, die frei ihre Meinung äußern kann, keine Angst haben muss, dass sie verhaftet wird, keine Angst haben wird, dass der Kollege in den Knast gesteckt wird, wie viele andere Kolleginnen und Kollegen der HDP, die seit Jahren eingekerkert sind, wie die ehemaligen Vorsitzenden Figen Yüksek da oder Selahattin Demirtas, wie das ist, unter einer solchen Situation überhaupt politisch arbeiten zu können, wenn die eigenen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ihre Ämter behoben werden, nur weil sie von der HDP gewählt worden sind oder von der HDP sind und von vielen Wählerinnen und Wählern gewählt worden sind. Also meinen wirklich großen, großen Respekt, und jeder Demokrat weltweit muss jetzt ganz konkret Solidarität ausüben mit der HDP. Und diese Solidarität, weil Sie jetzt gerade angefragt haben wegen der Bundesregierung und der EU, diese Solidarität vermisse ich natürlich von Berlin und auch von Brüssel. Wir haben jetzt gesehen, dass die EU-Spitzen, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der EU-Ratspräsident Charles Michel in diesen Tagen zu politischen Gesprächen, zu einem Gipfel quasi in die Türkei aufgebrochen sind und im Palast dem Staatspräsidenten Erdogan, der nichts anderes als ein Autokrat ist, die Aufwartung gemacht haben. Und ich finde, wer heutzutage in die Türkei reist für politische Gespräche, der hätte als erstes die türkischen Gefängnisse besuchen sollen, Selahattin Demirtas besuchen sollen, die politischen Gefangenen besuchen sollen und zum Beispiel auch deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, europäische Staatsbürger, die unter absurden Terrorvorwürfen in Haft sind, die unter absurden Terrorwürfen in der Türkei eine Ausreisesperre haben, zwar nicht verhaftet sind, im Knast sind, aber nicht ausreisen dürfen, zu ihren Familien, zu ihrem Lebensmittelpunkt, ihre Arbeit nicht aufnehmen können in Deutschland oder an anderen europäischen Ländern. Ich fand diesen Kniefall vor Erdogan wirklich beschämend, und es treibt auch die Heuchelei der Europäischen Union, einer von sich aus behaupteten Wertegemeinschaft, auf die Spitze. Und wenn ich jetzt sehe, dass das Europäische Parlament wegen einer Sitzordnung im Palast jetzt tagen möchte, weil sie unzufrieden sind, dass Ursula von der Leyen keinen Stuhl bekommen hat, sondern nur Charles Michel. Das sind nichts anderes als Ablenkungsversuche meiner Meinung nach. Also ich finde, das ist eine solche Betrug und Irreführung der Öffentlichkeit, ja, anstatt über die Inhalte dieses Besuches zu sprechen. Warum sind Ursula von der Leyen und Charles Michel in die Türkei gereist, nach dem politischen Amoklauf des türkischen Präsidenten gegen die Opposition? Ja, also es gibt hunderte von Verhaftungen, Massenverhaftungen. Es gibt den Versuch, die zweitgrößte Oppositionspartei im türkischen Parlament, die drittgrößte im Land, zu verbieten, nachdem man jahrelang die Bürgermeister einfach entmachtet hat, Abgeordnete in Knast gesteckt hat, Funktionäre dieser Partei einfach verhaftet hat, festgenommen hat, politische Betätigungsverbote ausgesprochen hat. All das ist passiert. Die Türkei ist auch außenpolitisch, versucht sie so einen Zwergimperialismus in der Region, hat völkerrechtswidrig Syrien mehrmals überfallen, ist völkerrechtswidrig im Irak, hat der Familiendiktatur Aliyev in Aserbaidschan geholfen, in Bergkarabach an der Seite von islamistischen Terrorbanden Armenier wieder abzuschlachten. Die Türkei bedroht EU-Mitglieder Griechenland und Zypern im Mittelmeer.
Die Türkei schafft islamistische Söldner nach Libyen, um den Krieg dort weiter anzuheizen. Die Türkei schickt jetzt bewaffnete Kampfdrohnen in die Ukraine, um dort einen neuen Krieg am Donbass da vom Zaun zu brechen. Und was macht von der Leyen, was macht die EU, was machen die Bundesregierung? Sie machen einen Gipfel bei Erdogan. Sie verraten und verkaufen alles, was sie an Werten hier propagieren, nämlich Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und auch die Solidarität mit der HDP. Und ich kann es ehrlich gesagt auch nicht mehr sehen und auch nicht mehr hören, diese Heuchelei, diese Krokodilstränen, man sei solidarisch mit der HDP, man sei solidarisch mit den Frauen, nachdem Erdogan die Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen vor Gewalt aufgekündigt hat per Dekret. Man ist nicht solidarisch mit den Frauen. Man ist nicht solidarisch mit den Kurden in der Türkei. Man ist auch nicht solidarisch mit den Flüchtlingen oder mit den Schwulen- und Lesbenbewegungen oder mit den Demokraten, Künstlern, Intellektuellen. Wenn man Erdogan in seinem Palast die Aufwartung macht, dann sagt man eigentlich diesen Menschen, das ist nichts anderes als ein Schlag ins Gesicht dieser Menschen. Ich finde, die EU hat wirklich hier ein schäbiges, eine Schande vollbracht und ein großes Elend der großen Politik. Und deshalb sollten sie eigentlich lieber auch in Zukunft über Menschenrechte schweigen, weil sie sind mit Geschenken zu Erdogan gegangen. Sie haben keine Geschenke für die HDP gebracht. Ja. Sie haben keine Geschenke für die Frauen gebracht. Sie haben keine Geschenke für die verfolgten Demokraten gebracht, sondern sie haben Erdogan das Geschenk gemacht. Sie wollen die Zollunion zwischen der EU und der Türkei erweitern. Sie wollen weiter Waffenexporte liefern. Sie wollen weiter Millionen, Milliarden investieren in die Türkei, weiter dem Türsteher Europas auch Geld geben, damit er ruhig gestellt ist. Und das ist das, was die Türkei macht. Also die Türkei, wir wissen von Erdogan, dass er ein Autokrat ist. Wir wissen, dass er eine islamistisch-faschistische Bewegung hat, die hinter ihm steht mit der AKP und der MHP. Aber was ich viel schlimmer finde, ja, ist, was seine größten Verbündeten, nämlich in Washington die USA und in Berlin die Bundesregierung machen. Ja? Und es gab Einzelsanktionen der EU auf Individuen in der Türkei wegen der Bedrohungen im Mittelmeer durch die Türkei mit den Kriegsschiffen und den Bohrschiffen. Und selbst diese Sanktionen, die sowieso schon lächerlich waren, hat die EU, nachdem der neu gewählte US-Präsident Joe Biden es verlangt hat, diese Sanktionen aufzuheben, fallen zu lassen, hat diese Europäische Union auch noch diese Sanktionen aufgehoben gegenüber Einzelpersonen in der Türkei. Und das zeigt, hier wird einfach alles geopfert, was propagiert wird an Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit wegen geopolitischen Gründen. Die Türkei ist für sie geopolitisch wichtig, weil es ein NATO-Partner ist. Und da ist es der Bundesregierung und der EU eben offensichtlich egal, was innenpolitisch passiert, aber auch, was außenpolitisch für ein aggressives Abenteurertum in der Region von der türkischen Regierung ausgeht. Offensichtlicher denn je, ja, das ist sehr, sehr interessant. Nun haben wir, Herr Sancar, gehört, wie wir oder beziehungsweise wie die Politik den Besuch außerhalb beobachtet hat oder beurteilt. Und jetzt würde ich gerne noch mal wissen, wie Sie diesen Türkei-Besuch der EU-Vertreterinnen und Vertreter wahrgenommen haben. Gab es überhaupt Gespräche mit Ihnen? Also laut Medien gab es keine Gespräche mit der Opposition oder mit der HDP. Können Sie uns dazu noch mal sagen, wie Sie das wahrgenommen haben als betroffene Partei, als betroffene oppositionelle Organisationen bzw. Parteien und auch andere Völker, die ja vor allem von diesen Machenschaften, von den Menschenrechtsverletzungen betroffen sind? Ja, wissen Sie, also die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei sind ja seit diesem berüchtigten Flüchtlingsdeal, also unter der Hypothek eine autoritäre Regierung, kann ich sagen. Also, dieser Deal bestimmt ja auch den Rahmen und den Kern
der Beziehung zwischen der EU und der Türkei. Natürlich gab es auch keinen Besuch von Oppositionsparteien. Soweit ich weiß, haben sich die beiden Spitzenpersonen von der EU auch die Menschenrechtsorganisationen nicht getroffen. Also sie haben auch kein Treffen mit den Vertretern der Menschenrechtsorganisationen auch gemacht. Seit langem oder seit 2016 mindestens versucht die EU, die Beziehungen mit der Türkei auf wirtschaftliche und sicherheitspolitische Aspekte zu beschränken. Man hat ja oft gesagt, also dieser Deal bedeutete ja ein Ausverkauf der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit. Eigentlich hat die EU auf diese Grundsätze und Grundwerte irgendwie verzichtet in der Beziehung mit der Türkei. Also seitdem sind so viele Erklärungen von verschiedenen Organen des Europarats und auch des Europäischen Parlaments über die Lage der Demokratie und Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei. Und alle sagen, die Lage sei miserabel. Trotzdem sehen die exekutive Organe von EU von diesen Wahrheiten weg. Also sie sagen, Hauptsache jetzt die Interessen im Bereich von Wirtschaft und Sicherheit. Sicherheit heißt ja auch NATO-Mitglied, die Türkei ist ja NATO-Mitglied und sie begründen diesen Aspekt damit, dass NATO die Türkei nicht verlieren will und so weiter. Alles also unglaubwürdig. EU behauptete ja auch jahrelang, dass diese Gemeinschaft eine Wertegemeinschaft sei. Und die Türkei ist kein einfaches Land, also kein drittes Land. Die Türkei ist ja ein Kandidat für Vollmitgliedschaft. Und dieser Prozess geht ja weiter. Irgendwie aber eingefroren, aber offiziell gilt dieser Prozess noch. Das heißt also, die Grundsätze der EU-Ordnung sollen hier in allen Bereichen der Beziehungen beachtet werden. Kopenhagen-Kriterien kennt man ja sowieso. Und hier muss man auch ganz besonders die Rolle ganz besondere Rolle der Bundesregierung unbedingt auch erwähnen. Also die Treibkraft dieser Entwicklung ist ja die Bundesregierung, also die deutsche Regierung. Deswegen, wir wissen ja auch, dass Frau Merkel öfter direkt oder indirekt ihre Unterstützung oder andere gute Botschaften für Erdogan auch geschickt hat. Also ich möchte an dem Besuch von 2015 im Oktober erinnern. Es gibt ja auch ganz feste Traditionen in der deutschen Außenpolitik. Ich habe ja auch die deutsche Geschichte irgendwie studiert als Akademiker, als Staatsrechtler. Ich kenne mich ja ein bisschen in der deutschen politischen Geschichte aus. Ich weiß also, es gibt auch ein Prinzip, das heißt eine Tradition. Die Bundeskanzlerinnen und Kanzler besuchen kein Land, das vor den Wahlen steht. Und dieser Besuch von Frau Merkel war ja ganz deutliche Verneinung dieser Tradition.
Kurz vor den Wahlen vom 1. November 2015 hat ja Frau Merkel die Türkei besucht und auch mit Erdogan zusammen posiert. Das heißt also, es gibt ja noch mehrere Beispiele. Jetzt ist der Vorsitz der des Ministerkomitees in Europarat bei Deutschland, bei der Bundesregierung. Und ja, wir wissen, die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte über Demirtas nicht angewendet wird. Die Entscheidung wird nicht durchgesetzt. Und über diese Haltung entscheidet ja das Ministerkomitee. Und bis jetzt gibt es keine effektive Haltung oder kein ernsthaftes Zeichen, Signal von deutscher Seite, dass die Türkei irgendwie auch, wenn sie diese Entscheidung nicht durchsetzt, auch irgendwie mit bestimmten Maßnahmen auch konfrontiert sein müsse. Ja, also immer wieder, also ein Balance, aber ein Balancespiel. Sie wollen ja auch gute Beziehungen mit Erdogans Regierung bewahren. Und was in der Türkei geschieht, also im Bereich der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, das ist quasi egal. Sonst also seit 5 Jahren, also seit dem Abschluss dieses Abkommens, also ist die Türkei immer weiter also autoritärer geworden. Und jetzt vor 5 Jahren war die Lage besser, kann ich sagen. Ja. Im Laufe der Zeit durch diese Beziehungen, ich glaube auch durch diese Beziehungen, ist die Lage immer schlimmer geworden in der Türkei. Und hier ist die Bundesregierung auch mitverantwortlich. Ich sage es ganz deutlich. Die Bundesregierung ist bei der Entwicklung in der Türkei auch mitverantwortlich. Ja, dann bleiben wir. Und bei dem Besuch, ja. Es gibt nichts Neues bei dem letzten Besuch. Also was ich gerade gesagt habe, gilt auch für diesen Besuch von Herrn Michel und von Frau von der Leyen. Ja, vielen Dank. Dann bleiben wir einfach mal bei der Bundesregierung, Frau Dagdelen. Die Bundesregierung ist ja nicht nur, wie gerade Herr Sancar beschrieben hat, auf diese Art und Weise Unterstützer der Machenschaften des türkischen Staates. Ja, heute ist es Erdogan, vorher waren das die anderen Machtinhaberinnen und Machtinhaber des türkischen Staates. Aber auch hier in Deutschland werden ja die Kurdinnen und Kurden immer wieder nach einem Staatsbesuch kriminalisiert, noch intensiver kriminalisiert. Vereine der Kurdinnen und Kurden werden hier verboten. Es gibt keine Anerkennung der Muttersprache zum Beispiel oder die Anerkennung der Kurden als eigenständige Migrantengruppe. All diese Themen oder auch die Weiterführung des PKK-Verbots, die Kriminalisierung der Freiheitsbewegung Kurdistans in Deutschland. Man erinnere sich zum Beispiel, dass auf Demonstrationen, Kundgebungen dann auf einmal Flaggen und Symbole verboten werden aus Willkür. Also man sagt einfach, sie stehen im Zusammenhang. Also sie stehen zwar nicht konkret direkt im Zusammenhang, aber sie könnten eventuell ausgenutzt werden, diese Symbole bei Demonstrationen. So ist zum Beispiel der Erlass, der letzte Erlass bei diesen ganzen Verboten. Wie kann man hier oder beziehungsweise wir hatten das auch oft hier in der Sendung, dass zum Beispiel die Waffenlieferungen ein Thema waren und auch die Kriminalisierung. Wie nehmen Sie das als Linksfraktion wahr? Also Sie stehen ja zum Beispiel als Linksfraktion klar und deutlich für die Aufhebung des PKK-Verbots zum Beispiel gegen die Kriminalisierung etc. Wie können Sie uns da aktuell weitere Informationen geben? Ja, also zunächst einmal, Herr Sancar hat ja recht. Der Ausgangspunkt ist, dass die Bundesregierung mit ihrer Politik mitverantwortlich ist für die Situation, wie sie ist in der Türkei, aber auch in der Region. Das muss man auch dazu sagen. Und das ist ja das Absurde daran, dass nicht nur auf wirtschaftlicher Basis mit der Türkei unter Erdogan gehandelt wird, sondern auch im sicherheitspolitischen Bereich.
mit einem Präsidenten, von dem wir wissen, dass er ein Terrorpate ist. Was heißt Terrorpate? Wir wissen, dass die Türkei, der türkische Geheimdienst, seit Jahren, schon zu Beginn beim Syrienkrieg, schon vor Beginn des Krieges selbst, bevor überhaupt es Gewalttätigkeiten in Syrien gab, weiß man aus Sicherheitskreisen, dass lange vorher, im 2011, also jetzt vor 10 Jahren schon, es Waffenlieferungen gegeben hat, auch über die Türkei, aber auch von Saudi-Arabien oder Jordanien, an Kräfte in Syrien. Es gab vorher schon Waffengänge. Und diese Waffenlieferungen haben dann später, wie gesagt, mit auch ausgelöst die bewaffneten Konflikte, weil jede Waffe findet auch seinen Krieg. Und diese Mordwerkzeuge wissen wir auch von Journalistinnen und Journalisten aus der Türkei, die ja ins Exil gegangen sind, weil sie verfolgt werden aufgrund ihrer Berichterstattung, wie beispielsweise Can Dündar und die Cumhuriyet, die haben ja aufgedeckt, die LKW-Ladungen voller Waffen, die nach Syrien zur Ahrar al-Sham oder Al-Qaida-nahen Terrorgruppen gehen sollten, um den Regime-Change in Syrien zu machen, der ja eine völkerrechtswidrige Politik ist, Regime-Change-Politik. Und da muss man natürlich sagen, man sieht, wenn man das alles weiß und sieht, dass die Bundesregierung weiterhin Waffen exportiert in die Türkei, obwohl sie auch gesehen haben, dass mit deutschen Waffen, mit den deutschen Leopard 2-Panzern, mit türkischen Fahnen dran, islamistische Söldner da drauf waren und die Kurden in Afrin niedergewalzt wurden mit diesen Panzern. Obwohl man all das weiß, wenn man weiterhin diese Politik macht, dann heißt das ja, dass man diese Politik eigentlich ganz okay findet. Man muss sagen, Erdogan ist der NATO-Mann fürs Grobe. Er ist der Mann der NATO, der das grobe, dreckige Geschäft erledigt für die. Und sie können dann so tun, als wenn sie unschuldig sind in der NATO, aber Erdogan macht dann halt deren Geschäft. Weil es gibt bis heute keine Ächtung, keine Verfolgung, keine Strafverfolgung der Waffenlieferungen, der völkerrechtswidrigen Invasionen in Syrien. Wir haben mehrere Male ist Erdogan völkerrechtswidrig in Syrien einmarschiert. Bis heute gibt es keine Verurteilung von der Bundesregierung. Bis heute sagt die Bundesregierung, uns fehlen Informationen, um abschließend das bewerten zu können, ob das völkerrechtswidrig war oder nicht. Ich habe bei allen Invasionen der Türkei den Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages ein Gutachten erstellen lassen, wo ganz eindeutig gesagt wurde, das ist völkerrechtswidrig. Im Deutschen Bundestag gibt es mehrere Fraktionen, die das als völkerrechtswidrig deklariert haben. Aber die Bundesregierung ist da rigoros, dass sie Erdogan weiter den Rücken frei hält, indem sie es nicht verurteilt. Und mit einer Verurteilung natürlich auch eine Strafverfolgung in Gang setzen kann. Das heißt, diese Unterstützung, die geht, und das ist absurd, mit jemandem, der den Terror fördert, den Terror mit Waffen unterstützt und züchtet, eine sicherheitspolitische Zusammenarbeit in der NATO zu machen. Da muss man sich natürlich fragen, was ist das Interesse der NATO, ja, wenn sie mit solchen Akteuren zusammenarbeitet. Das Zweite ist, dass die Bundesregierung nicht nur in diesem Zusammenhang diese Destabilisierungspolitik in der Region und die Regime-Change-Politik unterstützt und mit Akteur ist, sondern auch, wir sehen es ja auch, dass auch diese Kriminalisierung auch nach innen stattfindet und auch nicht nur die Kriminalisierung, also das aktive Tun, sondern auch die Unterstützung für Erdogan-nah oder AKP-Vorfeldorganisationen, ihre Verbände, ihre Netzwerke. Die können schalten und walten, wie sie wollen. Es gibt bis heute Abgeordnete im Deutschen Bundestag, die stehen unter Polizeischutz, weil sie bedroht werden vom Erdogan-Netzwerk in Deutschland. Es gibt meine mutige Kollegin von den Grünen in Österreich, Berivan Arslan, auf sie ein Mordkommando aus der Türkei vom türkischen Geheimdienst losgeschickt worden ist, der dann geoutet wurde von den Sicherheitsbehörden. Ja, er wurde beauftragt vom türkischen Geheimdienst, dort Attentate an Berivan Arslan oder andere österreichische Abgeordnete zu machen, die sich mit der Türkei kritisch äußern. Und all das passiert auf europäischem Boden. Ich rede nicht über türkischem Boden. Ja, wir wissen, wie in der Türkei Menschen verfolgt werden, Menschen verschwunden gelassen werden, Menschen einfach eingebuchtet werden.
Aber in Deutschland, auf europäischem Boden, werden auch Kritikerinnen und Kritiker verfolgt und bedroht. Und gar sogar getötet. Und das geschieht, weil die Bundesregierung und die hiesigen Regierungen in Europa das einfach zulassen, aus meiner Sicht. Ja, und das Dritte ist, dass die Verbände ja auch unterstützt werden. Wir haben Ende letzten Jahres im Deutschen Bundestag fast einstimmig beschlossen, dass zum Beispiel die faschistischen Grauen Wölfen, die größte rechtsextreme Organisation in Deutschland, dass die verboten werden soll. Aber Bundesinnenminister Horst Seehofer und die Bundesregierung torpedieren diesen Beschluss des Bundestages. Sie setzen es nicht um, weil sie natürlich aus diplomatischen Gründen, aus geopolitischen Gründen Erdogan nicht verärgern wollen, keinen Stress haben wollen. Also lassen sie diese faschistischen Organisationen in Deutschland weiter Menschen bedrohen, Kurden bedrohen auf Demonstrationen, aber eben auch linke Kommunisten und Sozialisten. Und all das passiert, weil man eben eine Interessenspolitik macht. Ja, es geht nicht um Menschenrechte, es geht um Interessen. Und das Interesse von Angela Merkel ist es, Erdogan an ihrer Seite zu wissen. Wir haben am 24. April den Jahrestag des Völkermords an den Armeniern. Und es war damals, bei dem Völkermord an den Armeniern, war es damals der sozialistische, sozialdemokratische Abgeordnete Karl Liebknecht im Deutschen Reichstag, der auf die Verbindung hingewiesen hat, dass nicht nur das Osmanische Reich die Armenier abschlachtet, sondern dass es auch deutsche Offiziere gibt, des Deutschen Kaiserreiches, die diesen Genozid an den Armeniern mit unterstützen, strategisch beraten. Und Reichskanzler Bethmann-Hollweg hatte damals gesagt, wir brauchen wegen der deutsch-türkischen Waffenbrüderschaft, die schon über 100 Jahre alt ist, er hat gesagt, wir brauchen die Türkei an unserer Seite, koste es, was es wolle. Genau. Das sagte damals der Reichskanzler Bethmann-Hollweg. Und der Bethmann-Hollweg unserer Tage von 2021 heißt Angela Merkel. Angela Merkel sagt, wir brauchen die Türkei an unserer Seite, koste es, was es wolle. Ob es jetzt das Leben der Kurden kostet in Syrien oder in der Türkei oder der Frauen oder der Jugendlichen, die ihrer Jugend beraubt werden, das ist ihnen egal. Sie wollen die Türkei für ihre Interessen weiter nutzen. Sie geben zwar vor, dass sie die Türkei unbedingt besänftigen müssen, weil sie nicht wollen, die Türkei an Russland verlieren. Das ist aber auch ein Propagandatrick. Zwischen der Türkei und Russland gibt es keine nennenswerten Verbindungen, vor allen Dingen nicht wirtschaftlich. Russland ist noch nicht mal unter den Top 10. Deutschland hat allein letztes Jahr eine Handelsbilanz von 36,6 Milliarden zwischen Deutschland und Türkei. Deutschland ist der größte, das Land mit den meisten Exporten aus der Türkei hierher. Also wir sind das Importland Nummer 1 für die türkischen Güter. Und Deutschland ist der größte Investor mit großem Abstand aller, im Vergleich zu allen europäischen Staaten, die dort in der Türkei investieren. Das heißt, wir haben eine sehr starke Kapitalkonzentration, deutsches Kapital, was in der Türkei konzentriert ist. Und dafür gilt es eben, dass man nicht nur wegen NATO-Gründen, sondern auch die Türkei als ein Profitcenter für das deutsche Kapital behalten möchte. Darum geht es auch, ja. Das mit Russland ist nur Augenwischerei, das ist Propaganda. Mit Russland läuft da gar nichts. Die Türkei ist im Bündnis in einem Militärpakt NATO, was gegen Russland gerichtet ist. Und die Türkei hat die engsten wirtschaftlichen Verflechtungen zu den westlichen Staaten, zu den europäischen und ganz besonders hier zur Bundesrepublik Deutschland. Und darum geht es hier, die wirtschaftlichen Verbindungen und eben die Türkei in diesem Bündnis gegen Russland zu halten. Und dafür gehen sie halt über Leichen, wie Mithat Sancar das richtig sagt. Die Kopenhagener Kriterien sagen, dass die Beitrittsverhandlungen nur weitergehen dürfen, wenn es Fortschritte gibt in Rechtsstaat und Demokratieentwicklung in der Türkei. Das gibt es nicht. Warum werden diese Beitrittsverhandlungen offiziell nicht ausgesetzt? Weil solange die nicht offiziell ausgesetzt werden, da ist es egal, ob die eingefroren sind, solange sie nicht offiziell ausgesetzt werden, muss Geld fließen in die Türkei. Das Geld muss fließen, solange das offiziell läuft. Das Zweite ist, wir haben
die Zollunion mit der Türkei, das fußt auf das Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Türkei. Und die Türkei verletzt jeden Tag das EU-Assoziierungsabkommen, weil sie bis heute Zypern nicht als ein EU-Mitgliedstaat anerkennen und die Zyprer ihre Waren in die türkischen Häfen zum Beispiel nicht verladen können. Die Häfen sind zu für die zyprischen Schiffe. Und das verstößt gegen Geist und Buchstaben des Assoziierungsabkommens. Dass die Zollunion mit der Türkei, die muss heute ausgesetzt werden, nicht ausgeweitet werden. Aber wer das nicht macht, sagt, ihm ist eigentlich europäisches Recht egal. Ihm sind die Grundlagen der Europäischen Union egal, nämlich eben die Beitrittsgrundlagen wie die Kopenhagener Kriterien. Das wird einfach weitergeführt. Und das ist eben, das ist eigentlich ein Offenbarungseid. Wir erleben heute, dass die EU ihre Maske einfach abnimmt und zeigt, dass es hier um imperiale Interessensgemeinschaft ist, die EU, und keine Wertegemeinschaft. Ja, da vielen Dank für die ausführliche Erläuterung nochmal. Also ein klares Armutszeugnis für die EU. Und solange es diese EU ist, solange es diese Bundesregierung ist, werden wir noch weiterhin dieses Thema natürlich verfolgen und auch immer wieder darunter leiden. Also diejenigen, die sich für Demokratie, Menschenrechte, Menschlichkeit einsetzen. Ja, wir sind gleich am Ende unserer Sendung. Ich möchte natürlich Herrn Sanjar nochmal die Möglichkeit geben, aus Ankara uns hier vielleicht auch nochmal einen Aufruf zu starten. Wir haben viele Zuschauerinnen und Zuschauer, viele, die auch die HDP gewählt haben. Wir sind ein jesidischer Sender, aber nicht nur. Wir haben auch viele internationalistische Freunde, vor allem deutsche Freunde, die auch unsere Sendung hier schauen. Diese Sendung ist auch nachträglich auf YouTube zu sehen. Das heißt, viele interessieren sich für diese Politik und vor allem auch für die HDP. Deswegen möchte ich nochmal hier die Möglichkeit geben, Herr Sanjar, dass Sie sich hier nochmal äußern können, vielleicht auch einen Aufruf starten können zur Solidarität. Ja, okay, also zunächst keine Sorge. Also die Freundinnen und Freunde dürfen sich keine Sorge, sollen sich keine Sorge machen. Wir kämpfen weiter und wir haben auch so eine große Unterstützung von unserer Basis und vor allem vom kurdischen Volk, aber auch von anderen Völkern der Türkei. Wir haben auch wirklich eine gute Erfahrung von der Vergangenheit. Also es gibt ja eine Seite der Medaillon. Also eine Seite der Medaillon ist ja Unterdrückung, aber die andere Seite ist ja Widerstand und Kampf. Das kennen wir gut und wir wissen, dass wir wirklich Schlüsselkraft der politischen Balancen in der Türkei sind. Also wir werden unter allen Umständen einen Weg finden, die politische Entwicklung in der Türkei im positiven Sinne zu ändern. Wir werden weiter für die Demokratie, für die ganze Türkei kämpfen. Wir haben dafür Kraft und unser Wille ist ja ganz fest dafür. Und also die Solidarität ist für uns immer ein sehr großes Wert. Wir erfahren auch große Solidarität von vielen Seiten, auch von Europa und anderen Ländern. Deswegen bitte also keine Sorge, Sie sehen, wir sind auch also in der Laune sehr gut, auch unsere Entschlossenheit ist ja auch von allen, also wissen alle Seiten in der Türkei, auch Machthaber wissen, dass wir sehr entschlossen sind und dass wir auch die Kraft haben, weiterzumachen und die Türkei in Richtung Demokratie und Frieden zu ändern. Ja, zum letzten möchte ich auch Çarşamba Sor Pirozbükim, Eskerim Kurmancici sagen, Azanım Nap Çarşamba Sorti, Çarşamba Sorji Pirozbi, und ich möchte alle Esiden in der Welt ganz herzlich begrüßen.
von ihr im Namen meiner Partei und auch persönlich. Vielen Dank. Ich würde auch gerne noch etwas hinzufügen, wenn ich darf. Klar, natürlich gerne. Ja, also ich finde, es ist jetzt wirklich, also ich finde es, wie gesagt, sehr sympathisch mit der Sanjar, diese Entschlossenheit, diese Hoffnung natürlich zu sehen. Und es ist aber natürlich immer anders, in der Türkei unter diesen Bedingungen die Politik zu machen und uns im Ausland. Ich finde, auf uns fällt noch mal mehr Arbeit zu. Wir alle stehen in der großen Verantwortung, nicht nur Worte, sondern konkrete Taten folgen zu lassen. Weil Solidarität ist entweder konkret oder sie ist keine Solidarität. Solidarität muss konkret sein. Und Solidarität mit der HDP, Solidarität mit den Frauen, Solidarität mit den Verfolgten in der Türkei heißt, aufzustehen, überall, wo wir sind, die Stimme zu erheben, in Erinnerung zu rufen, wie die Situation von euch ist und dafür einzustehen, dass die Waffenhilfen, die Finanzhilfen, die Wirtschaftshilfen für den Autokraten Erdogan aufhören, dass man ihm nicht den Rücken stärkt, dass man, wenn man die Türkei besucht, dass man Demirtas besucht, Mithat Sancar besucht und Pervin Buldan besucht, aber nicht nur die Regierungsleute besucht. Wir wissen auch, natürlich gehört es in der Diplomatie dazu, dass man Dialog führt. Ich bin nicht gegen Dialog, aber man sollte aufhören, Komplize zu sein. Nicht nur Dialogpartner, Komplize sollte man nicht sein. Und deshalb, ich finde, wer Solidarität ausüben sollte, der muss nicht leiden, weil der Moderator gesagt hat, wir leiden hier. Nein, wir müssen aufstehen und kämpfen, dass eben diese Politik hier in Berlin, in Brüssel geändert wird. Diese Politik muss geändert werden. Dann können wir auch sagen, so, wir haben auch etwas dazu beigetragen, damit es den Kolleginnen und Kollegen, den Genossinnen und Genossen, den Freundinnen und Freunden in der Türkei, sie bessere Bedingungen haben, Rahmenbedingungen haben, um auch ihr Programm durchzusetzen. Also Solidarität mit HDP heißt vor allen Dingen Kritik an der Bundesregierung und dafür zu kämpfen, dass in einem Wahljahr wie jetzt, dieses Jahr, natürlich man Politikerinnen und Politiker wählt, die auch anders handeln. Nicht nur Krokodilstränen zeigen, wenn es Verhaftungen gibt in der Türkei, sondern vor allen Dingen für eine andere Politik stehen und diese andere Politik auffordern auch dazu. Ich bedanke mich ganz herzlich. Sehr schönes Schlusswort. Solidarität leben lassen, ganz, ganz wichtig, richtiger und wichtiger denn je. Ich bedanke mich ganz herzlich beim HDP-Co-Vorsitzenden Mithat Sancar und bei der Bundestagsabgeordneten Seven Dagdelen von der Linksfraktion, stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Schön, dass Sie heute dabei gewesen sind bei dieser wirklich sehr wichtigen und auch solidarischen Sendung. Und vielen Dank für die Glückwünsche zum Roten Mittwoch. Nächste Woche am 14. April wird gefeiert. Ja, dann bleiben Sie weiterhin in voller Solidarität und voller Kraft für das Gute, für das Schöne. Liebe Zuschauer und Zuschauer, schön, dass Sie wieder dabei gewesen sind. Ja, sehr interessant, sehr informativ. Wir wollten auch gerne weitermachen. Das Thema ist natürlich allgegenwärtig. Es ist sehr umfangreich. Und wir werden auch weiterhin die Geschehnisse in der Türkei und auch in der Bundesregierung und auch viele andere Themen weiterhin fokussieren. Bis dahin weiterhin viel Kraft, bleibt weiterhin in Liebe und Menschlichkeit. Ihr Barış.